Und damit willkommen zu einem neuen Projekt hier bei Ergo Games. Wir spielen Boxes Lost Fragments. Und ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt, aber es ist eine Art Rätselspiel im Stile von, ja, wer es gesehen hat, The Room. Ne? The Room, gerne auf dem Kanal gucken. Ich habe alle vier Teile gespielt und was ich von dem Spiel gesehen habe, hat mich wirklich stark an The Room erinnert. Deswegen würde ich dieses Projekt gern machen, mit euch gemeinsam. Und ja, ich habe mich noch nicht groß ins Spiel reingelesen. Ich habe mir es geholt, wie gesagt, Bilder angeguckt, dachte, sieht gut aus. Kann man ja mal probieren. Und das wird jetzt quasi auch, je nachdem, wie ich es hinbekomme, das neue Sonntagabendprogramm. Sprich, es wird dann immer eine Folge zum Sonntag erscheinen. Und ja, mal gucken, wie wir uns schlagen werden. Spiel habe ich bereits auf Deutsch gestellt. Kapitel 1, ich weiß nicht, kann man hier Profil erstellen? Wechseln, leer, zurücksetzen. Wir gehen nochmal auf zurück. Dadurch werden deine gespeicherten gelöscht. Ja, ich habe keine gespeicherten Daten, also ja, okay, auf geht's. Kapitel 1, Initium. Okay, gut, Profil 2, keine Ahnung. Aber ja, ich würde sagen, wir legen los. Ich bin gespannt und ja, let's go. Okay, klicke auf den Kasten, um ihn zu fokussieren. Klappschlüssel. Kann es sein, dass das die gleichen Entwickler sind wie von The Room? Aber ich bin mir nicht sicher, ne? Also gerne in die Comments schreiben, wenn ihr was wisst. Ziehe den Gegenstand, um ihn zu drehen. Okay. Das ist halt schon ziemlich nice gemacht, ne? Mechanischer Schlüssel. Schlüssel, okay. Ich brauche dich, um etwas sehr Wichtiges zu besorgen. Für eine Person mit deinen Fähigkeiten sollte das eine leichte Aufgabe sein. Und wenn du erfolgreich bist, winkt eine ansehnliche Belohnung. Der Schlüssel, den ich dir mit diesem Brief schicke, hilft dir beim letzten Schritt dieser Aufgabe. Viel Glück. Aurora. Aurora, haben wir den Namen nicht schon irgendwo mal gelesen, gehört? Danke. Okay, Rechtsklick ist zurück. Rechtsklick zum Verkleinern, jawohl. Klicke und ziehe den Bildschirm um dich herum. Jo, das ist nice. Okay, gut, jetzt haben wir hier unser erstes Rätsel. Zack. Zack. Oh, warte mal. Ah ja, doch, klar, das geht da rein und das geht nirgendwo rein. Doch jetzt. Und so. Wunderbar. Das läuft doch schon mal gut. Ziehe den Schlüssel auf das Schlüsselloch. Okay. Sind wir die Maske? Oh, oh, jetzt, das ist natürlich nicht gut, ne? Erforsche auf eigene Faust. Ah, dankeschön. Okay, Kapitel 1. Ninjutum, Kapitel 5. 1, 2, 3, 4, 5, genau. Aurora. Oh, okay. Gut, hier unten können wir nach Hinweisen fragen, falls wir mal ein bisschen abhängen sollten. Also, ne? Nicht wissen, wo wir lang gehen können. Was haben wir hier Schönes? Nice. Marke. Fragment eingesammelt.
Okay. Eine Marke. Finde einen Ort. Marke. Okay, können wir irgendwo drauflegen, wo wir irgendein Rätsel bekommen, garantiert. Können wir das hier drauflegen? Nein, wäre zu schön, ne? Okay, wir haben eine Uhr. Wir haben. Ah, okay. Ein Pendel. Okay, wir haben es noch nicht gut. Okay, hier passiert auf jeden Fall noch irgendwas, wenn ich das so sehe. Haben wir hier noch irgendwas vergessen? Nee. Ich finde es auch schön, dass es nicht groß Infos gibt. Ne? Wir landen einfach in diesem Raum und müssen sehen, wie wir vorankommen. So. Okay. Beginnings. Use the first token. Okay. Nice. Ja, und jetzt kommen wir eben zu diesem. Genau, jetzt kommen wir zu diesem, wie gesagt, The Room Feeling. Man hat quasi einen Kasten oder eben hier eine Schatulle vor sich. Und man denkt so, ja, was ist denn da so Besonderes dran? Das ist ja nichts Besonderes. Aber in dieser Schatulle oder um diese Schatulle herum befinden sich Sachen, die zum Beispiel hier, ne? Und jetzt können wir hier rumdrehen und können gucken, was passiert. Okay, zack. Ja, und ihr seht, aus dieser Kiste kommen weitere Rätsel zum Vorschein, wie zum Beispiel der Schlüssel. Sehr schön. Schlüssel, ja. Okay. Können wir uns angucken. Ist jetzt, glaube ich, nichts Besonderes. Hoppala. Da bin ich kurz rausgetappt. Gut, ihr habt es nicht gesehen, alles klar. So, okay, wir haben eine Kiste oder eine Schatulle. Gut, hier können wir nichts machen. Wir haben Schlüssel, können wir hier vielleicht rein? Sehr schön. Perfekt. Ja. Mechanische Scheibe. Okay, natürlich muss man die auch erstmal richtig ausrichten. Man kennt es. Perfekt. Ne? Wie gesagt, richtig ausrichten. Mechanische Scheibe und das heißt, wir können die jetzt hier rein basteln. Wow, Metallkugel. Und am Anfang scheint es vielleicht einfach zu sein, so nach dem Motto, so, das ist ja easy going. Aber es wird mit der Zeit dann immer etwas schwieriger, beziehungsweise man muss dann mehr nachdenken. Also, ne? Ach so, warte, kann ich das? Dann hier oben. So, einmal rein da. Perfekt. Okay. Okay, wir müssen eine Möglichkeit finden. Ja. So, zack, activated und perfekt. Nice. Gut. Was ist das jetzt? Oh. Okay, das könnte schon etwas komplizierter werden. Oh, okay. Warte mal. Ach, so ist das.
Aber kann, ja doch, klar, ich kann die ja drehen. Warte. Das muss oben, ne? Nee. Das muss dahin. So, passt das jetzt? Das ist jetzt richtig? Genau, okay. Dann brauchen wir. Also, das ist jetzt safe. Kann ich die drehen? Okay, perfekt. Gut, oben drüber muss jetzt dieses Zeichen. Das heißt, das hier muss nach oben. Safe. So, zack. Und dann muss das nach unten. Das hier, zack. Und fertig. Wunderbar. Perfekt. Sesam öffne. Oh Gott. Okay. Das ist halt schon sehr cool gemacht, ne? Ein Rätsel in einem Rätsel, was immer größer wird und immer weiter aufgebaut wird. Seltsamer Kompass. Okay, wir können damit nichts machen. Das ist schon mal in Ordnung. Die Puppe ist oder die Statuette ist in Ordnung. Da gibt es auch nicht mehr viel zu tun, aber können wir hier den Kompass? Jawohl, so. Okay, achso, und jetzt muss ich das hier? Nein? Gut, die Frage ist, das muss alles grün sein, ne? 2, 3, 4. Warm, kalt, warm, warm, heiß, verbrennen. Bing, bingo. Perfekt. Hallo. Bärensiegelfigur. Objekt gefunden. Das zählt doch jetzt aber schon als Kapitel 1, ne? Das zählt noch als Kapitel 1. Okay, ich wollte gerade sagen, nicht, dass wir jetzt schon in Kapitel 2 switchen, weil das würde ich ungern jetzt schon machen. Also ich werde versuchen, wenn ich es hinbekomme, würde ich gern versuchen, dass wir ja jede Folge mit einem Kapitel beenden, je nachdem, wie gut wir vorankommen. Okay, das wird für mich schon wieder eine schwere Geburt. Gut. Ui. Ja, hau weg. Buch. Okay. Ein kleiner Griff. Nehme ich sehr gerne entgegen. Ich habe keine Ahnung. Hier können wir irgendwas machen. Okay, ein Rad. Okay, wir brauchen noch ein Rad, weil sonst funktioniert das ja nicht. Ist das ein Hebel? Nice. Ah, okay. Gut, also hier können wir auch noch nichts machen. Da können wir nichts machen. Oh. Oha. Ah, warte mal. Sind das jetzt hier die Griffe? Ah, cool. Was ist das denn? Nice. Okay. Griff. Griff ist sehr schön.
Okay. Gut, wir können nicht weiter rausgehen, wir müssen so bleiben. Aber was hat es damit auf sich? Warum kann ich das hier machen? Nee, wir brauchen irgendwo ein Sternsymbol. Ah. Die unermüdliche Suche nach der flüchtigen Energiequelle, die meiner Schöpfung Leben einhaucht, ist ein harter Kampf. Die Last der Ungewissheit wiegt schwer in der Luft und Zweifel schleichen sich ein wie ein beharrlicher Schatten. Ich bin jedoch entschlossen, meine Widerstandskraft lässt sich von den bevorstehenden Herausforderungen nicht unterkriegen. Finde ich gut, finde ich gut. So, okay, gut. Aber trotzdem muss ich jetzt noch einen Weg finden, da irgendwie reinzukommen, ne? Oder ich muss, warte mal. Wenn ich das jetzt runterziehe. Weil guck mal, hier ist doch das Symbol. Aber ich kann das Rad nicht rausnehmen. Ich brauche ein zweites Rad. Ui, ja, das, cool. Oh nein, wieder rausgetappt, sorry. Oh Gott, ich bin froh, dass ihr das nicht sehen müsst. Metallscheibe. Okay, können wir die hier reinbauen? Ich glaube, ah, doch, okay, cool. Okay. Ja. Nein. Okay. Kleiner Schlüssel. Ich bekomme von ihm nur einen kleinen Schlüssel von dem creepy Nussknacker. Sieht doch aus wie ein Nussknacker, ne? Oder? Seid ehrlich. Kann ich? Cool. So, die Uhr aufdrehen und jetzt geht's. Ah ja. Bam. Nee, oder? Nee. Ah, okay. Okay. Nein. Nein. Zack. Jawohl. Nice. Okay, gut. Wie bitte? Dimension lockt der Oculus. Ja. Okay, der Dude bewegt sich, der Dude lebt. Wir haben den Speer.
Okay. So, das müsste doch passen, ne? Das ist dort und das ist dort. Das sieht schon mal gut aus, alles klar. Dann brauchen wir die Symbole. Wir haben hier den Wassermann. Also es sieht zumindest aus wie ein Dreizack. Ne? Den können wir hier aber nicht rekonstruieren. Doch, hier haben wir ihn. Hier haben wir einen Dreizack. Okay. Und jetzt einfach nur rumprobieren. Perfekt. Einfach rumprobieren. Das läuft doch wie geschmiert. Verzierte Sanduhr. Okay, nächste Ebene erfolgreich beendet. Oh Gott. Und wir müssen, ich frage mich halt wirklich, ne, ob mir die vier Räume, ob das dann wirklich als Kapitel 1 gilt, wenn wir dann wirklich in jedem Kapitel einen anderen Raum haben mit anderen Türen, andere Rätsel natürlich. Ne? Ja, gut, also wenn das so gut läuft, ne, über die Folge 30 Minuten. Okay, hierfür brauchen wir einen Schlüssel, den haben wir noch nicht. Hier können wir noch nichts machen, weil wir kein. Ah, doch, wir haben. So. Ja, wir haben keinen Schlüssel. Okay, was können wir hier machen? So, und so. Perfekt. Was ist das? Das sieht nicht gut aus. Aha, okay. Tata, tata, ein Schlüssel ist am Start. Okay, können wir damit jetzt öffnen? Wunderbar, verzierte Kugel. Zeig mal her, das Prachtstück. Oh, wir können. Oh. Oh, I see. Moment. Halt, dort ist ein Kristall, da ist Kristall, da ist Kristall, da Kristall. Da. Oh, hat sogar funktioniert. Schön. Ein Werkzeug, zeig mal. Sieht gut aus. Ich würde sagen, rein damit. Okay. Okay, gut. Oh Gott. Okay. Farbenspiel. Blau, blau. Ach, ich muss das. Oh, ich muss das switchen. Blau, blau ist unten. So. Okay, blau, blau, dann gelb, gelb. Gelb, gelb, passt. Dann kommt hier gelb, gelb hin. Unten kommt grün. Dann machen wir einmal den hier und fertig. Super, duper, gib, gib, gib. Kleiner Shield. Die Shield. Ja, okay. Gut, dann rein damit. Also, warte, warte. So, und zack. Let's go. Moment, muss ich jetzt nach dem hier gehen? Also wenn ich jetzt nach dem hier gehen muss, müssten hier unten zwei. So, ne? Zack, okay. Dann hier oben die beiden. Ne, warte, warte, warte. So, so. Wir müssen alle. Warte mal. Wenn jetzt hier zwei drin. Oh, das. Ja, gut. Das lief ja hervorragend.
Oh, das ist schön. Kriege ich den Schlüssel wieder? Nein, natürlich nicht. Okay. Who's next? Man muss halt auch immer, also zumindest bei The Room war es so gewesen, dass man hier an den Seiten gucken konnte und da gab es dann auch immer noch ein kleines Rätsel, was man lösen konnte. Ah, hier zum Beispiel, guck mal hier. Zack, zack. Kleines Rätsel, ne? Und perfekt. Schön, Marienkäfer. Ja, kann man bestimmt gut verticken. Kann ich den da draufsetzen? Gut, der war größer als gedacht. Muss ich ja zugeben, ne? Der war größer als gedacht. Okay, wo führt uns jetzt die Reise hin? Oh. Oh. Okay, ich muss nicht viel machen, das gefällt mir. Habe ich den Ton überhaupt an? Achso, ja, sammle erstmal ein. Dankeschön. So, jetzt muss ich kurz gucken. Ja, okay, lauf erstmal weiter. Okay, Musik ist alles komplett hoch, ne? Also, das ist so gewollt. Dass man nichts, also dass man nicht wirklich was hört. Ja. Einmal hoch und dann noch mal runter. Na, jetzt aktivierst du irgendwas. Genau, und jetzt so rum und fertig. So. Okay, jetzt höre ich auch was. Eulenfigur. Okay, da haben wir es doch geschafft. Das nächste Fragment erfolgreich mitgenommen. Eulenfigur. Und jetzt haben wir noch eine Tür vor uns. Oh yeah, eine große Kiste mit einer Krake drauf. Ist das eine Krake oder was ist das? Oh, es ist eine Krake. Kein Cthulhu, sondern eine Krake. Okay. Metallfigur. Okay, damit können wir garantiert das Ding hier aufschrauben. Und wir kriegen ein kleines Schiffchen. Und auf dieses Schiff können wir den hier drauf bauen? Zeig mal her. Modellschiff. Aber nicht ganz so modellhaft, denn hier gibt es noch ein Geheimnis. Modellschiff mit Ständer. Ja, wer kennt es nicht? Muschelschale. Okay. Kann ich die Muschelschale öffnen? Guck mal, das sieht doch aus wie öffne mich, bitte öffne mich. Aber ich kann sie nicht öffnen. Okay, wir gucken weiter. Hier haben wir die Muschel. Zack, rein da. Und wir kriegen eine Perle. Was machen wir mit Perla? Was können wir mit der guten alten Perla machen? Können wir sie hier oben reinstecken?
Blub. Perfekt. Funktionierte sogar. Oh Gott, was ist das denn? Ja, nee. Okay. Okay, wir müssen alles blau machen. Nein, warum ist das jetzt? Ah. So. Perfekt. Sehr schön. Okay, als ich unaufhörlich verschiedene Materialien getestet habe, hat ein bestimmter Verbund aus seltenen Metallen unerklärliche Muster und Energiestößen aufgewiesen. Er scheint aus einer unendlichen Energiequelle zu schöpfen. Es gibt nur eine vermeintliche Form von Energie, von der man annimmt, dass sie den ganzen Raum durchdringt. Aber sie ist unsichtbar. Sie steht für ein Chaos, das sich nicht mit etwas Materiellem verknüpfen lässt. Dunkle Energien. Ich muss dieses Phänomen weiter untersuchen, denn es verspricht, unbekannte Gebiete zu erschließen. Okay, cool. Okay, das Schiff segelt nach da, kommt aber nicht dahin. Gut, dann müssen wir hier blocken und das Schiff fährt jetzt hier lang. Dann können wir das hier. Moment, das fährt von alleine. Ah. Okay, cool. Ich dachte, ich kann das jetzt bewegen. Nein. Okay, das könnte. Ne, das klappt nicht. Wie komme ich jetzt dahin? So, jetzt fährt's dahin. Okay. Gut. Hier fährt es gerade durch, dann fährt es hier lang, dann fährt es hier lang. Und fertig. Ja, sehr gut. Ein großes Modellschiff mit Kanonen. Okay. Ist das ein Feueranzünder? Ah, Feueranzünder. Warum auch nicht? Und Schuss. Will ich da wirklich rein? Dunkle Energie, dunkle Aura. Oh, sieht das gut aus. Oh nein, das Kragenspiel. Oh Gott, ich muss alle Felder rot bekommen, ne? Oder so. War das richtig? Ich glaube nicht, ne? Schade.
Schade. Okay, das wird nicht so einfach werden, weil ich gerade nicht wirklich noch nicht nachvollziehen kann, wie das laufen soll. Ach Mist. Immer wieder dasselbe, ne? Immer wieder dasselbe Trick. Nein. Jetzt kann er wieder da reingehen, ne? Ja, jetzt kann er wieder da reingehen. Ach, Mann. Okay. Ist wieder nicht geschafft. Ach, Junge. Ich weiß halt nicht, was das Ziel ist. Ich weiß nicht, ob ich wirklich alle Wege komplett zumachen muss. Ja. Okay. Also da bewegt sich nach da. Dann mache ich hier zu, dann mache ich da zu. Dann geht er dahin. Dann würde er dahin gehen. So, dann mache ich hier zu. Okay, das geht. So, zack. Zack, zack, zack. Wenn ich jetzt hier zumache, geht er entweder dahin oder dahin. Das würde mir... Ja gut, das macht nichts. Okay, hier würde er jetzt... Er würde jetzt dahin gehen und dann habe ich es verkackt. Wetten, Achtung und... Nein. Okay, cool. Er ist nicht dahin gegangen. Geschafft. Der Krake ist gefangen. Eine Runde drehen, bitte. Hallo, kann ich? Ach so. Schiffsruder, natürlich. Ich dachte schon, ich muss jetzt irgendwas Wichtiges machen. Aber dafür kann ich jetzt hier, ne, Segel setzen, Männer. Es geht los. Oh, nice. Fragment eingesammelte Prisma. Okay. Prisma, gut. So, und das bedeutet jetzt, was heißt das jetzt für mich? Kann ich jetzt hier Dinge lösen, die ich vorher nicht lösen konnte? Ah ja. Okay. Hallo, kann ich den Bernie vielleicht draufsetzen? Nein. Okay, dann gucken wir uns erstmal die Eule an. Da haben wir ja hier zum Glück schon bereitgestellt. Ne? Okay. Kann ich den Edelstein oder den Diamanten vielleicht hier dran heften? Nein, kann ich nicht. Gut, also was kann ich jetzt hier machen? Wir haben den Raum. Steine können wir nicht schieben, das haben wir bereits aktiviert. Die Eule.
So, wir haben jetzt hier diesen komischen Pegel-Ding, können aber nicht nachvollziehen, wo die sich hin bewegen. Ach Gott. Ja, alles klar, ich verstehe. Okay, das lief doch gut, wenn man einmal weiß, wie es geht, ne? Sehr schön. So, was hast du? Hast du irgendwas für mich? Okay. Kein Wenn oder Aber, gleich draufpacken das Ding. Schön sieht's aus. Sieht schon schön aus. Kann ich jetzt hier den Bären irgendwo drauf basteln? Kann ich hier irgendwas drehen? Zeigst du mir irgendwas? Das sieht halt auch aus, wie als ob man hier. Guck mal, hier kann man irgendwas machen, dass die Schwerter weggehen. Kann ich den Bären bearbeiten? Nee, hier kann ich nichts machen, ne? Okay, gut. So, das geht nicht. Hier haben wir den Kristall oder Diamanten. Kann ich bei dem Stock was machen? Bei der Waffe? Nee, da geht auch nichts. Okay. So, die Uhr ist repariert. Die Uhr haben wir in Gang gebracht. Wir haben die Eule in Gang gebracht. Jetzt müssen wir bloß noch irgendwie sehen, wo wir den Kopf hinbekommen. Hier gibt es nichts, da gibt es nichts. Hier ist, wie gesagt, das Schild, was wir eben nicht machen können. Ne? Ihr seht, es lässt sich nicht be. Gut, ich habe nichts gesagt. Das. Okay. Hidden Gems. Rival the Token. Okay. Fragment eingesammelt. Marke. Oh, eine neue Marke wurde eingesammelt. Juhu. Das bedeutet natürlich, dass wir jetzt. Kapitel 1 abgeschlossen. Initium. Ja, dann würde ich sagen, Kapitel 1 wurde erfolgreich beendet. Und ja, das war die erste Folge. Box. Oh Gott, ich muss noch mal gucken, wie das Spiel heißt. Boxes Lost Fragments. Und ja, als nächstes, ne, Kapitel 2 Nexus. Und wenn euch das Spiel gefällt und wenn euch dieses Projekt gefällt, lasst es mich gern wissen, schreibt mir gern in die Comments. Ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Wie gesagt, wird dann auch wieder Sonntag sein. Ne, ich werde dann gucken, wie ich das am besten mit dem Aufnehmen alles dann wieder hinbekomme. Und ja, bis dahin erstmal. Tschüss.